Ja, hey, willkommen, mein Name ist. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Dickicht-Ausgrabungen erneut besucht, nur um zu sehen, dass da voll viele Raider die ganze Zeit am Rumlaufen sind. Und ja. Ich werde überraschend oft angegriffen. In letzter Zeit wahrscheinlich wegen diesen Käfigen hier. Und ja. Keine Ahnung. Ich habe mir mal was vorgenommen, und zwar gehen wir jetzt. Ich wollte erst hier die Dingens aufbauen, die Mila, aber lassen wir das mal. Gehen wir stattdessen mal einige Orte abklappern, wie zum Beispiel hier oder irgendwas anderes. Da werden wir uns erstmal jetzt hierhin teleportieren. Und ich habe wieder ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen, indem ich die ganze Zeit Drogen herstelle. Ich brauche Plastik und Dünger. Und mit zwei Plastik und ein Dünger, oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht, kann ich jeweils mal ein Jet herstellen. Und mein Gott. Die erstmal Frage hört sich vielleicht seltsam an, aber und was mehr dazu später. Wenn ich jetzt noch wüsste, wer das war. Sie ist wirklich äußerst engagiert. Eine echte Teamplayer. Achso, ja. Was immer noch, wenn du meinst. Aber ich war nicht auf eine Bewertung ihrer Arbeit als Gelehrter aus. Ich wollte wissen, was du von Halen hältst, als Mensch. Das ist so untypisch für dich, Dance. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Ich red wohl um den heißen Brei herum, weil ich solche Gespräche normalerweise unangenehm finde. Ich versuche direkt zum Punkt zu kommen. Die Wahrheit ist, ich bin um sie besorgt. Da wir beide so gut miteinander auskommen, dachte ich, ich kann mich dir anvertrauen, um eine ehrliche Meinung zu hören. Es ehrt mich, dass dir meine Meinung so wichtig ist. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Lass mich alles von Anfang an erklären. Kurz bevor du uns gefunden hattest, wurde einer meiner Männer mehrfach von Raidern angeschossen. Halen blieb 2 Tage lang ohne zu schlafen an der Seite des Ritters und kämpfte um sein Leben. Was ging mit ihm langsam bergab? Ich fand, dass sein Leiden enden musste und befahl Halen, ihm eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, um ihn in Würde sterben zu lassen. Obwohl ich sicher bin, dass sie weiter um das Leben des Ritters kämpfen wollte, gab sie ihm, ohne zu fragen, die Spritze. Klingt so, als hätte sie einfach nur deinen Befehl befolgt. Natürlich. Halen war noch nie ungehorsam. Aber um die Entscheidung, diesem Soldaten das Leid zu nehmen, geht es ja nicht. Es geht darum, was später an diesem Abend passiert ist. Halen kam zu mir, während ich Wache hatte. Sie sagte nichts, aber ich konnte sehen, dass was nicht stimmte. Nach einer gefühlten Ewigkeit brach sie weinend in meinen Armen zusammen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also hielt ich sie eine Weile. Ein paar Minuten später hörte sie auf, küsste mich auf die Wange und sagte nur, danke, bevor sie ins Polizeirevier zurückging. Da wurde es mir klar. Vielleicht hatte ich es übertrieben. Ich hatte ihr befohlen, ihren Instinkt zu ignorieren. Etwas zu tun, das ihrer Ausbildung nach falsch war. Daher mache ich mir Sorgen um sie. Und auch um alle anderen unter meinem Befehl. Halen geht es gut. Ich mache mir eher Sorgen um dich. Um mich? Ich weiß, worauf du hinaus willst. So habe ich es wohl noch nie gesehen. Also, 4 Soldaten, mehr als die Hälfte meines Teams sind tot. Jeder starb aufgrund meiner Entscheidungen. Ich kenne die Risiken, die diese Arbeit birgt. Das tun wir alle. Aber wie kann mir irgendjemand überhaupt noch vertrauen? Verdammt, wie kann ich mir überhaupt selbst vertrauen? Es gibt keine Garantie im Leben, Dance. Wir geben unser Bestes und machen weiter. Das ist ein wirklich guter Rat. Sieht aus, als hätten sich die Dinge geändert. Ich habe mich als dein Fürsprecher gemeldet, um dir alles beizubringen, was ich weiß. Aber heute war ich es wohl, der eine Lektion gebraucht hat. Aber Spaß beiseite, es freut mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Ich frage trotz mich, all deiner Probleme hast du dir die Zeit zum ob ich jedes Mal wirklich irgendwie die richtigen Sachen sage, ich mit dir nicht nur als dein Befehlshaber oder reden kann. Ob eigentlich vollkommen egal, eigentlich will ich nicht flirten. Ich bin immer für dich da, Dad. Oder ob gut, wirklich jede Antwort eigentlich nur zum Guten führt, ja, sag ich mal. Dass ich mir das von der Seele reden durfte. Das hat wohl stärker auf mir gelastet, als ich dachte. Mir tut nur leid, dass du meine schlechteste Seite erlebt hast und nicht meine beste. Okay, war mir aber klar, dass noch nicht alles war. Scheint wirklich was zu werden. Ich
Okay, macht das, während ich euer Mais hier pflücke. Da kann man ja auch noch zu Kleber und also was verarbeiten, Erfahrungspunkte und was weiß ich, abgraben. Deswegen nehme ich das auch gerne. So, wir wollten aber irgendwo hin. Wo ist es jetzt? In welche Richtung? Da. Obwohl jetzt irgendwie noch voll viel nicht erkundet. Da war da, glaube ich, noch auch drin, ne? Ja, wie gesagt, ich habe offscreen einen Jet hergestellt, um Erfahrungspunkte zu kriegen. Aber wahrscheinlich jetzt eingelagert bei mir zu Hause irgendwann mit 300, 400 Jet. So, bestimmt. Und ja, ist ein bisschen krass. Muss ich nur noch mal irgendwann verkaufen. Ich brauche viel Buff Out. Das kann ich auch wieder verarbeiten zu irgendwas. Right away, Toaster. Toaster! Und ja. Ein interessanter Fund. Und noch ach so. Jetzt wird der Roboter hier auf mich zugegangen, ne? Losgegangen, ne? Und den habe ich auch schon bei meinem ersten Besuch hier, Fallout 95 oder was auch immer nochmal war, erledigt. Wie ist in die Richtung jetzt? Wo ist diese Eiche? Gehen wir da hin. Und da sind noch mehr Orte. Geil. Jawohl, ich habe was zu tun. Also offscreen wird jetzt eigentlich nur noch das sein, dass ich allen möglichen Müll und so alles schleppe. Und dass ich viele Sachen baue und Sachen herstelle, wegen Erfahrungspunkt und so. Also wird wahrscheinlich hin und wieder mal so ein Part kommen, wo ich irgendwie zwei Level höher bin. Oder irgendwie sowas, hoffentlich. Und ja. Alles nur, damit ich in jedem nächsten Part irgendwie ein bisschen vorbereiteter bin. Gott verdammt! Nein, nicht eine Drüse. Mehr. Ja, gut. Keine Drüse, ich will verdammt nochmal Fleisch. Ja, ich kann die Fichte da nicht finden, aber das hier ist näher. Also gehen wir erstmal da lang. Okay. Gut. Was haben wir hier? Da oben. Oder? Feinde sind natürlich da oben. Warum auch nicht? Warum können nicht mal auf solchen Dingern irgendwelche freundlichen Leute sein? Rand des leuchtenden Meeres. Oh, stimmt, sind wir ja in der Nähe. So, wer auch immer da oben ist, ich komme da jetzt hoch. Ich weiß auch schon, wie. Das ist kein Hinterhalt. Das ist eine Falle. The Trap. Fischgesicht. Gut. Da war vielleicht das Gleisgewerbe. Dann habe ich übrigens aufgeballert ein bisschen. So ein besseres Visier und weil nicht länger laufen. Also was ich da aufballern konnte. Problem ist, ich habe wenig Munition. Wow. Bajonett konnte ich auch noch darauf anbringen. Dann hätte ich mehr Nahkampfangriffe zum auslösen können. Oder brauche ich nicht. Was zum... Wie immer so random irgendwelche Sachen explodieren, ne? Keine Sicht auf das Ziel. Aber ich habe gesehen, hier war ein Raider. Laut dem Text. Also zeiget er mir Raider. Hallo. Ding. Hey, ich habe den Gleisbolzen zurückbekommen. Geil. Dann kommt ruhig so bleiben. Ja. Nichts dagegen. Mach du da mal ein paar Leute fertig, Danz. Das wär's. Bist du denn? Oh, ein Red Skorpion, hallo. Komm der her. Von der Brücke.
Wap! Spüre die Macht von Zügen. Aua! Na, ich gehe aber nur einen zurück, verdammt. Na, warte mal, ich muss mal ausprobieren. Okay. Die landen nicht da. Oh. Dann werde ich den wahrscheinlich nur bei Dingens einsetzen, bei... Da war schon hier. Wenn ich irgendwie jemanden so im Dings sehe, im... Von beiden. Kritische Treffer und so. War schon. Das sind übrigens meine ganzen Waffen, die ich jetzt dabei habe. Löser. Mein Schrotgewehr. So. Kann aber noch nicht alles sein. So, was ist denn da für eine Explosion gerade gewesen? Wie ein Auto explodiert oder was? Einfach so random. Das kann doch nicht wahr sein. Halt, gehe ich jetzt zum Meer? Nö. Das ist meine Taschenlampe, oder? Und da weiß ich nicht, alles so grünlich. So. Sieht relativ frisch aus. Was ist da? Ist das ein Veti-Bird? Jetzt nicht so auf den ersten Blick aus. Da ist ein Kriegsherr. Oh Gott. Nein. Ich glaube, die Waffe ist dafür ein bisschen zu klein. Was ist mit der hier, obwohl? Ist ein bisschen zu groß. Ich habe nicht mehr so viele Mini-Atombomben. Uah. Er war doch gerade ein blöder Veti-Bird. Der wird doch wahrscheinlich... Jawohl. Einer. Einer. Machst mir doch keinen Schaden, oder? Oh, was, was? Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt fragt mir doch nicht, ich will genau schießen. Bin ich hier schon mal gewesen? Verdammt. Was? Ist also selbst wieder auf mich zugekommen, verdammt. Boah, das ist... Das aus der Arme eines Raumes von Tesla, wer kann tödliche Elektrobits auf, wenn die von Gegnern springen und jeden in diese Kette Schaden zufügen. Okay. Gut, irgendwo läuft so ein Selbstmörder rum, hab ich das Gefühl. Okay, was? Ja, da ist er irgendwo. Wurf, Killstil. Was? Ich will meinen Stimpack heilen. Mein Stimpel gerade wirklich so schnell geheilt oder habe ich trotzdem zwei eingesetzt, ohne es zu merken? Ich hoffe, es war zweiteres. Jetzt wird halt ein bisschen zu einfach, habe ich das Gefühl. Let's go face. Warte, aber hier war ich schon mal. Geht, na? Ja, und zack.
Mein Gott, wie fällt denn der aus? Das ist ein bisschen blöd, dass die Stimpacks so schnell jetzt heilen. Will ich mich ja noch mehr, als will ich irgendwie überleben, ignorieren. Will ich mich also wie schummeln, verdammt. Bist du in? Ach, guck mal, wie schnell ich jetzt heile. Alter. Alter. Was sagen wir, mein Schrotgewehr ein bisschen schwächer geworden ist, oder? Ja, Mutanten Primus, oh Gott. Kann sein, dass ich jetzt irgendwie mehr Schaden bekomme. Burg. Level up 59. Du bist jetzt irgendwie so einer, ne? Okay. Wir haben was erreicht. Speichern, aufleveln. Und ja, wie gesagt, da wird jetzt erstmal ignoriert und wir nehmen mit Stärke. Ich kann jetzt wie viel tragen? 240. Ich muss jetzt entweder 5 oder 10 mehr tragen. Dann haben wir auch jeden Wert nämlich auf 5 jetzt mindestens. So, Stärke 5. Boah. 10 Sachen kann ich jetzt mehr tragen. Geil. Und meine Nahkampfangriffe tun jetzt auch ein bisschen mehr abziehen. Ah, okay. Warte, ich habe nur Kreis gedrückt. Achso, ja. Gut. Das dient alles zur Vorbereitung zum Überleben, zum Modus. Ich habe vielleicht, oder vielleicht, obwohl, was soll ich nach 500 Parts oder so, Überlebensmodus einschalten, dann habe ich doch schon alles gesehen im Spiel. Deswegen werde ich Offscreen wahrscheinlich viel mehr jetzt machen. Also leveln und so. Bin ja schon aus Tales of Hysteria und so weiter alles gewöhnt. Oder allgemein jeden Tales of Titel. Weil da das ja auch abgeschlossen ist, habe ich nichts mehr. Ich ausgehen vorbereiten muss, außer Kingdom Hearts jetzt, aber ist auch irgendwie einfacher, als ich mir das, als ich dann in Erinnerung hatte, werde ich da auch nicht viel Zeit brauchen. Also dann gibt es da nicht viel, was ich mir vorbereiten könnte auf Screen. Deswegen ich mehr Zeit hierfür habe. Und somit auch schneller höhere Level erreiche. Mit ruckzuck gehen. Schulterlumpen. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe, deswegen nehme ich die mal mit. Und aufschweren. Ich glaube, ich werde die ganzen Minuteman-Missionen und so was machen. Um Erfahrungspunkte zu farmen. Cool. Schicken mich die ganze Zeit zu dieser Olivia Station, wo ich dann, weiß nicht, wieder die Raider erledigen musste, die ich schon 10.000 Mal erledigen musste. Kann wieder gerade Erfahrungspunkte abstauben. Irgendwann werde ich schon machen.
Halsbeinschienen, die habe ich aber. Hallo. Bist du gerade gestorben oder? Oh Gott, der hat schon wieder. Oh, der hat schon wieder geile Sachen. Danze. Boah, hallo. Er könnte mal ruhig hier antanzen, damit er meine Sachen schleppen kann. Er sorgt für irgendwann wird Standard sein, dass ich mit Ding jetzt rumlaufe mit Power Armors. Donze, antreten. Liegt da noch einer? Nee, ich dachte, da wäre ein Ding ist. Bruderschaft. Typ. Oder Typin. Danze? Bist du ja mein. Hey, warte auf deinen Befehl. Hier. Will eigentlich, dass der das nimmt, aber okay. Hier drüben. Bestätige. Du bist, Hey. Nehme er mein Zeug. Er hat einen Fusionskern, was? Na, mit. Das ist eine gute T16er Rüstung. Die nimmst du gefälligst. Was willst du? So, warte mal hier noch. Schrottpalast. Und ich habe immer noch nicht diese Fichte gefunden. Eiche oder was auch immer. Ist doch vollkommen egal. Fichte war, glaube ich, sogar richtig. Okay. Oh, geil. Jetzt kommt ja gleich so ein Müllroboter raus. Epic Bosskampf of History. Tut ein Fleisch auf dem Müllplatz drauf packen. Müllplatz ist ja schon so eine halbe Fundgrube für so einen Ödländer, finde ich. So. Was geht? Robotics Pioneer Park. Hallo, na? Aber jetzt mehr Stärke. Jetzt mache ich doch bestimmt mehr Schaden, ne? Und da kann Unterschied da ja sowieso alle immer gelähmt sein. Meiner. Meiner. So. Wenn du weiter diesen Müll sammelst, werden wir langsamer. Oh Gott, hallo. Na? Nehmen wir hier. Hand, okay. Hand Olo. Was? Okay. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil wir haben jetzt schon 24 Minuten. Gut. Dann bedanke ich mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.